Es wird Zeit mit Leckereien, mit Zaza. Komm zu mir, wir machen noch leckeres Essen und zwar an meinem Kebab in Nun. Leckere Brötchen, leckere Pizza, alles was ihr sehr wollt für dich und mich. Wir machen heute leckeres Essen und zwar in meinem Kebab. Bei der Stemmerzeit mit Zaza Remastered. Salam alaikum, herzlich willkommen zu einer weiteren köstlichen Ausgabe von Zazas Kebab Remastered. Heute wieder eine Special-Folge geben, denn ich werde hier jemanden auswählen und mit dem werde ich heute kochen. Und dem, mit wem werden wir etwas essen, also kochen, ne? Esu, mal gucken, wer unser Gewinner wird. Und es ist LiveTV, mein Lieblings-YouTuber, der YouTube-Kacken macht. It's Hape G1 in Law. Naja, wenigstens besser als Tom. Ich werde heute zeigen, wie man kocht. Wann fangen wir an zu essen? Erst kochen und dann essen. Klingt fair. Genau, LiveTV. Und jetzt, heute machen wir Blaubeerenpfannkuchen. Lecker, oder? LiveTV, hol schon mal die Zutaten. Klar, Zaki. Während LiveTV die Zutaten bringt, kann ich mal die Zutaten sagen. Pfannkuchenmehl, Milch und Blaubeeren. Lol, jetzt geht's los. Nicht so schnell, LiveTV. Erstmal schauen wir eine Runde Teen Titans Go an, bevor wir kochen. Ich kann Teen Titans Go nicht. 6,5 Stunden später. Das war ziemlich gut. Aber ich hasse immer noch Starfire. Als erstes tun wir den Mehlpulver und das Wasser da rein. Und jetzt mischen wir. Das matcht mehr Spy als YouTube-Kack. Und jetzt tun wir den Pfannkuchenpulver hier rein in unsere Pfanne. Das sieht geil aus. Wenn die eine Seite vom Pfannkuchen fertig ist, kannst du ihn mit einem Erwachsenen umdrehen. Da bist du schon unter 18, oder? Also, bräuchte sich zu sagen. Und dann tut ihr die Pfannkuchen in euren Teller und dann tut ihr noch Blaubeeren und fertig seid ihr. Pfannkuchen mit Blaubeeren. Sorry, ich meinte Blaubeeren. Ihr müsst einfach die Pfannkuchenpulver mischen und dann in die Pfanne tun, fertig. Reintun, Pfannen, ja, ja. Reintun, Pfannen, ja. Ja, das stimmt, haha. Warte, ich hab nicht bezahlt. Weil du mitgemacht hast, bekommst du einen Snack gratis. Bis zum nächsten Mal bei Zazaz Kebab oder Schnellerzeit mit Zazaz Remastered. Unser nächster Kandidat ist LiveTV. Ich geh dann mal. Du hast mich komplett verarscht, LiveTV.